meine lieben Freunde, und willkommen zu Mecha Billum, zum Mecha Mittwoch. Ja, wir spielen heute mal wieder 1 gegen 1, gucken, wie das wird. Ich hoffe mal ganz entspannt, locker. Hoffe ich doch mal. So, jetzt müssen wir erstmal wieder Karten aussuchen, was wir denn spielen wollen. Unser Gegner hat ungefähr die halbe Kampfkraft, die wir haben, und ein bisschen weniger Rangpunkte. Müsste eigentlich ein Easy Win sein. Müsste. Aber man darf die Gegner unterschätzen. Das darf man nie vergessen. Vorrat Spezialist mit Vorschlagsheimer oder kommen wir mal Elite Spezialist mit Arti und ja, dann machen wir nochmal einen Sniper dazu. Ja. Wir machen einfach mal so noch. Ich wollte kein Schild setzen. Ich wollte eigentlich eine Rakete setzen. Egal. Egal. Der macht Kugeln. Ich werde diese Runde wahrscheinlich verlieren. Weil ich brauche auch Kleinvieh, um die Kugeln abzuwehren. Oder massiv mehr Sniper. Ja. Wohl. Sniper regeln, ne? Wo ist Sniper regeln? Umrufer reduzieren, falls wir nachher mal mehr brauchen. Das ist, glaube ich, eine feine Sache. So, jetzt machen wir aber hier an den Flanken ein paar Raketen hin. Er macht mehr Kugeln. Okay. Er ist auch riesige Einheiten, darf ich dann auch nicht vergessen. Das heißt, ich brauche gleich Kleinvieh, unbedingt. Verbundspanzerung, das ist natürlich hart. Aber da haben die Sniper wenigstens ordentlich was zu schießen. Dauert ewig, bis die draufgehen, aber wenn die draufgehen, dann gehen die drauf. Verbundspanzerung ist halt übel. Aber ich weiß, was gegen Verbundspanzerung hilft. Das ist auch geil. Einfach mal ein Upgrade. Dann sind die Sniper besser. Ich weiß, was dagegen hilft. Zum Beispiel selber Laser bauen. Würde helfen. Hm. 300. Ist da noch ein Sniper dazu? So, selber Kugeln bauen. Aber ich brauche Kleinvieh dazwischen, sonst bringt das nichts. Ja, boom. Das hat geknackt. Und der Sniper hier ist ja auch stärker. Wir müssen nämlich Schaden machen. Das war auf jeden Fall die Kehrtwende.
Gut, wir machen auch Kugeln. Ganz einfach. Afrikanier, warum nicht? Setzen wir dann erstmal hier hin, der soll dann ein bisschen ablenken. So, hier an den Seiten. Quedet nehmen machen wir nicht. Die hat alle abgegradet, ne? Komm, geh mal schön. Geh mal schön drauf. Perfekt, da sind schon mal einige geplatzt. Gut. Der versucht uns in den Knie zu zwingen, aber wir schaffen es. Weil wir jetzt einen Unterschied haben. Bewegungstempo und wir saugen Energie ab. Wenn wir Energie absaugen, ist schon mal nicht schlecht. Aber jetzt nehmen wir mal Credit. Und bessern dann trotzdem mal auf. Okay, er hat Luftschiffe. Riesige. Vorteil ist, an meinen Kugeln, die heilen sich. Macht meine Kugeln jetzt besser. Brandbombe. Wir machen einfach mal Feuer, Schutz vor Feuer, das heißt einfach mal so ein paar Bubbles. Mehr Snipes. Und das Geld investieren wir mal in was Gutes. Erhöht den Angriff. Den Upgrades auf jeden Fall. Weg damit. Gut, die Arti und Sniper liegen das ziemlich gut. Perfekt. Blatt ist gedreht. Blatt gewendet. Das Blatt hat sich gewendet. Qualler Stufe 5. Das ist doch mal interessant. Gleich hier mit Graben. Warum nicht?
Komm, einfach mal hier upgraden, ne? Jetzt habe ich hier kein Geld mehr. Ist aber nicht so schlimm. Ich erhöhe gleich einfach meinen Schaden und dann ist gut. Oder replizieren sich. Und die nerven dir auf jeden Fall. Was war die letzte Runde? Reicht es für einen Sieg? Reicht es? Das ist doch nice. GG, mein guter Freund. Das war noch eine schöne Runde. Dann gehen wir nochmal direkt, würde ich sagen, in die nächste Runde, oder? So, dann gucken wir mal, ob wir die nächste Runde gewinnen. Wir hatten eben Elite. Der vorhin hatte Riesen. Ich bin auch Riesenspezialist oder Luftspezialist. Ich glaube, wir machen mal Luft. Kennt auch Arti. Und ein Sniper. Wir holen uns direkt ein paar Wespen. Die stellen wir direkt hier erstmal hin. Plus die Arti so ein bisschen zentriert, damit die halt auch in Ruhe arbeiten kann. Die werden geopfert. Stellen wir in eine Reihe. Was soll der Geiz? So. Okay. Der geht ja komplett einseitig. Das ist interessant. Die schießen alle gleich direkt auf die hier. Die schießen gleich direkt dahin. Aber ich kann mit nächster Runde hier alles platt machen mit Raketen. So, zack, da ist der in Arsch. Die schießen aber schon hier auf den Tower, das ist schlecht. Aber ich habe schon... Ich habe noch nicht gewonnen. Sobald der Scharfschütze weg ist und ich habe noch einen Wespen übrig, habe ich so gut wie gewonnen. Dafür muss der Scharfschütze weg. Ne. Ich gewinne das nicht. Warum schießen die da drauf? Ich verstehe es nicht. Gut. Missiles machen mehr Schaden. Und das auf jeden Fall. Und die Missiles kriegen hier auf jeden Fall Arbeit. Und das nicht zu knapp. Ist die einmal und die einmal mit dazu. Ja, dann hätte ich nochmal 100. Boah, was soll ich mit den 100 machen? Investieren? In mehr Schaden? In mehr Schaden. Ja, die Wespen verlieren hoffentlich. Siehste, geht doch.
Gut, das ist auf jeden Fall in sicheren Tüchern. Perfekt, läuft doch. Jede Rieseneinheit, wenn er Rieseneinheiten baut. Mal immer vorsichtshalber. Ich habe da so ein Gefühl. Und wir legen hier mit Feuer los. Wir haben ja keine schnellen Einheiten. Also können wir das auch gut und gern machen. Das bringt mir jetzt nichts. So. Ah, das sind jetzt Butler. Er macht mich mit Lufteinheiten weg. Das gibt's doch nicht. Ich bin doch Luft. Ganz einfach, Mustangs. Schon Mustangs dazu. So ein Arsch voll Mustangs dazu. Hier noch ein Schild dazu. Das war's. Läuft doch. So, seine Art ist auf jeden Fall weg. Jetzt werde ich gewinnen. Aber ich muss mehr auf Luft gehen. Und ich glaube, das mache ich jetzt am besten mit Overlords. Ist ein bisschen Feuer, warum nicht? Gucken, wer jetzt besser trifft. Ja, geht doch. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Kampf. Gut, ich brauche Overlords. Mit Selbstreparatur. Die brauchen machen mehr sollen mehr Schaden machen. Soll einfach eine Missile hin. Und gib ihn. Okay, der hat ja jetzt Raketenabwehr, das ist schlau. Ja. Komm, lauf da ins Feuer.
Es braucht doch nicht viel, um die kaputt zu kriegen. Schon gewonnen. Reicht doch schon. So. Hat er jetzt keine Verbindung mehr, oder was? Ach komm. Doch nicht geragequittet. Was soll denn das denn jetzt? So schlimm war das doch gar nicht. Ich hätte echt geragequittet. Ich hätte echt das Spiel verlassen. Wieso, so schlimm war das doch gar nicht für ihn? Wobei ich jetzt ein paar Overlords habe und alle seine Flugeinheiten so ohne Problem wegmache? Was hätte er denn gemacht, wenn ich jetzt noch einen Flammenwerfer dazu geholt hätte? Oder Phönixe? Phönixe wären auch lustig geworden. Als Fernkämpfer, als Alternative zu Scharfschützen. Warten wir mal ab. Gucken, ob er da noch kommt. Wie er kommt. Vielleicht hat er nur Verbindung verloren und kann neuen reinconnecten. Nö, ich hab gewonnen. Dann gucken wir uns mal das Schlachtfeld an. Ja, keine Ahnung. Er hat auf jeden Fall nicht nach... Der hat auf jeden Fall versucht, einseitig reinzukommen und dann, wo er gemerkt hat, dass er keine Chance mehr hat. Ja. Hat er dann versucht, hier, ja, Ragequit zu, hat er Ragequit. Bitte, ja. Jetzt will man dazu sagen, Alt F4 ist sein Freund, glaube ich. Würde ich mal sagen, liebe Freunde, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mal ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Schrank.